Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 und ich muss vorab vielmals um Verzeihung bei euch bitten. Ich habe ja diese wunderbar selbstgemachte Animation für Like und Abo und ich habe tatsächlich vergessen, dieses unglaublich nervige Gedudel daraus zu machen. Ich bitte wirklich vielmals um Verzeihung. Es tut mir wirklich leid, weil das ist, ich hasse dieses Gedudel. Ich finde das so, schlimm. Also es sollte jetzt nicht mehr auftauchen. Und wie gesagt, ich bitte nochmals um Verzeihung. Das sollte so tatsächlich dort nicht drin sein. Okay, ihr Lieben, lasst uns weiterspielen. Wir spielen Europa Universalis 4 mit England. Wir versuchen es ein bisschen historisch zu spielen. Wir sind ja eigentlich schon ahistorisch damit, dass wir die zweite Lancaster-Dynastie hier schon haben, nämlich die Abin Jane Lancaster. Edward, der Vierte von Lancaster, ist ja der Nachfolger von Heinrich dem Sechsten. Und jetzt sollte es hoffentlich still sein. Ja, ich höre nichts. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr was gehört habt. Ich höre tatsächlich nichts mehr. Jedenfalls gibt es Edward, den Vierten von Lancaster und er ist aktuell unser Herrscher. Das Problem ist, er ist ein besessener Perfektionist, deswegen sind die Baukosten erhöht. Wir müssen aber auf jeden Fall ein bisschen was bauen. Trotz alledem werden wir versuchen, hier das Minimum zu bauen. Ich habe jetzt in England, in London beim letzten Mal eine Burg gebaut, ein Marktplatz gebaut. Und wenn dieser fertig ist, und er ist fertig, dann können wir hier bitte eine Kirche bauen. Die wird die Steuereinnahmen nochmal um 40% erhöhen. Das sind wir bei knapp 0,3 bis 0,4 mehr. Dann sind wir da auch auf dem sicheren Weg. So, das sieht schon mal gut aus. Wir sind übrigens nur noch auf dem vierten Platz der Gesamtpunktzahl. Wir spielen hier auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Söldnerkompanien, okay, das ist nicht so wichtig. Rebellenaufstand, wie bitte, was, wo? Die Lollarden, okay, da müssen wir jetzt dringend unsere Ausgaben hochschrauben. Jetzt können wir überlegen, wie bitte, was? 29? Wie soll das funktionieren? 29? Ach, wegen den Verstärkungen, oh mein Gott. Uiuiuiui. Dann fragen wir doch vielleicht mal unsere Freunde, ob die uns noch mal ein bisschen Geld geben würden. Boah, das ist ja heftig. Also, erstmal 200, 200 ist gut. Gegen Dukaten tauschen klappt nicht. Wir haben noch 50 Vertrauen. Wenn das nicht klappt, geben wir... nicht Vertrauen, Gefallen. Dann werden wir das mal in... Vertrauen tauschen, 27. Können wir gucken, ob er das hier macht. Gegen Dukaten tauschen. Das würde klappen. Wunderbar. Sehr schön. Ihr könnt Provinzverbesserungen bauen. Vor allen Dingen kann ich meine Armee verbessern. Und Österreich hat die erforderlichen 152 nicht. Wir können beim Vatikan erstmal grundsätzlich unseren Einfluss erhöhen auf 11%. Kontrolliert die Kurie. Der Kirchenstaat kontrolliert wieder die Kurie. Wir sind mit 11% der Zweitbeste. Allerdings auch, ja gut, der Kirchenstaat ist bei 48%. Mal gucken, ob das klappt. Jedenfalls, wir haben keinen Kolonisten. Okay, entschuldigt. Also, wir müssen jetzt die Einnahmen hochschrauben. Soweit, bis unsere Armeen hier ausgerüstet sind. Das ist der Wahnsinn. Also, wir werden ja mit den Einnahmen wieder runtergehen, wenn wir hier auf einem Stand sind, dass die vernünftig funktionieren. Also, dass die Rekrutenreserve groß genug ist, dass alles passt, dass die Moral wieder gut ist. Dann wird das hier wieder sinken. Ihr seht, dass wir sind jetzt schon bei... Okay, wir sind noch bei 21 minus 10. Können wir denn freundlicherweise bei ihm hier anfragen? Staatsehe? Das wäre eine Möglichkeit. Das machen wir. Staatsehe mit Schottland machen wir. Das finde ich eine gute Sache. Denn das passt historisch tatsächlich auch. Denn die Staatsehe ist ja historisch gesehen tatsächlich... Obwohl, Staatsehe, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Nee, eigentlich nicht. Jetzt müsste ich wirklich nochmal nachschauen, wie das gekommen ist. Jakob der Zweite war das, glaube ich, der dann auf den englischen Thron gekommen ist.
Da müsste ich tatsächlich mal nachgucken. Madeira. Oh. Sehr hübsch. Söldnerkompanien, das kommt nicht in Frage. Sehr hübsch. Das ist. Ist das jetzt neu? Ne, das hier ist, glaube ich, neu, ne? Die Azoren. Ja. Und ich vermute, die anderen haben alle schon, haha, entsprechend kolonisiert. Das gehört Kastilien. Ja, und das ist im portugiesischen Besitz. Okay. Dann machen wir mal weiter. Burgund wird übrigens tatsächlich immer stärker hier. Da müssen wir echt aufpassen. Ich will meine Besitztümer hier definitiv behalten. Jahre des Friedens liegen hinter uns gegen Leinster. Das ist uns in dem Fall egal. Jetzt haben wir erstmal... Es wird Blut fließen. Wer bitte? Meine Könige, ein Angriff auf... Saluzzo? Wer zum Henker ist Saluzzo? Das muss so ein Einprovinzler sein hier. Ernsthaft? Eine Provinz gegen zwei Provinz. Ja, Savoyen hat ganz schön Platz oder Federn lassen müssen. Die sind hier relativ schwach geworden. Okay. Armagnac, Renaissance gefördert. Ja, super. Das müssen wir auch noch machen. Also wir kommen zu nichts, ne? Das ist echt ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem ist halt, dass unsere Technologie damit immer teurer wird. Wir sind schon bei 14% und die Förderung würde uns tatsächlich immer noch 484 kosten, entsprechend der Provinzen. Wir haben ja schon hier ein bisschen was erhöht. Können wir da noch ein bisschen was erhöhen? Ne, nicht wirklich. Wir müssen abwarten, bis die sich hier ausgebreitet haben. Aber das ändert auch nichts daran, dass das hier schon soweit ist. Hier fördern wir schon Institutionsverbreitung. Hier könnten wir es auch machen. Ja. Das machen wir. Hier oben könnten wir es machen, aber da gibt es erst eine Provinz mit 60%. Staatseinnahmen, das lassen wir erstmal. Wir gucken erstmal, dass sich das hier unten schneller verbreitet. Es wird Blut fließen, das hatten wir gerade. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind bei minus 3,6. Das geht ja noch. Wann kommen die denn? Pressburg ist nun Sitz eines Kardinals. Für Ungarn. 90%. Ja, da haben wir sie. Mein König! Die Lollarden-Heretiker erhoben sich in Hampshire. Die Lollarden halten die katholische Kirche für korrupt und konzentrieren sich nun auf das Studium der Heiligen Schrift. Sie versuchen, ihren Glauben zu verbreiten und kämpfen gegen ihre Verfolgung. Okay. Dann wollen wir mal sehen, dass wir die mal schlagen. Sie kontrollieren Hampshire. Und da geht's jetzt zur Sache. Boah. Edgar Marlborough. Mhm. John Talbot, unser Genie, ist dabei. Und wir haben die Schlacht gewonnen. Sie sind aber tatsächlich... Doch, sie sind besiegt. Ja, sehr gut. Dann haben wir das Thema zumindest durch. Gibt es denn jetzt noch die Aufstände hier bei uns? Die Lollarden sind immer noch da. Ja. Rebellen können ein Land nicht vollständig brechen, bevor sie nicht mindestens eine befestigte Provinz kontrollieren. Das wird sich halt so schnell auch nicht ändern. Ne? Das ist das Problem. Wir haben ja hier die... Ich weiß gar nicht, wo es überall ist. Obwohl, nee, jetzt geht's. Jetzt ist die Unruhe hier tatsächlich vorbei, weil wir einmal den Aufstand hatten. Okay, warten wir mal ab, was passiert, wenn wir das besitzen. Ich habe gerade ein Video hochgeladen, übrigens. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Wir besitzen nun Hampshire. Okay, jetzt gucken wir mal. Wir sind bei der Unruhe hier wieder auf Null. Das wundert mich jetzt, dass wir die so einfach rauskriegen bei uns. Na, die sind tatsächlich weg. Die haben ihre Armee, die haben ihr Pulver verschossen. Sehr schön. Dann können wir jetzt tatsächlich die Stabilität erhöhen mit 100. Dann bekommen wir nämlich die Unruhe reduziert und die Institutionsverbreitung erhöht. Das ist wichtig. Was passiert hier eigentlich gerade? Können wir die... Wir könnten überlegen, dass wir auch die Korruption ein bisschen senken. Okay, da gibt es ja nur... Okay, das ist doof. Da gibt es ja nur An und Aus. 75 aufwenden, um die Inflation zu senken. Wir sind bei 0,22. Das macht keinen nennenswerten Einfluss.
Was geben wir denn aus? Berater ist wichtig, Staaten, Armee ist teuer, Flotte, Festungen. Ja gut, die Armee ist das, ne? Das ist das Problem. Wir gehen dahin wieder zurück. Und wir können in eine Technologie investieren. Sehr gut. Und damit holen wir uns die Waffenträger, Langbogen. Und das bringt ein Versorgungslimit plus 50, die Gefechtsbreite plus 2. Finde ich übrigens eine extrem coole Methodik von Paradox, diese Gefechtsbreite. Außer ein Hartz auf allen 4. Kavallerie, Infanterie, Nahkampf plus 0, 15 und 20. Das wird uns auf jeden Fall in unseren Schlachten eine Menge bringen. Mein König! Unsere militärische Technologiestufe ist angestiegen auf 5. Ein Pike ist eine bemerkenswert einfach herzustellende Waffe. Doch um den größtmöglichen Vorteil aus dem Einsatz der Pike zu erlangen, ist es nötig, dass die komplette Formation Waffen mit ähnlicher Länge und Klinge führt. Gefechtsbreite erhöht, ermöglicht Langbogen und Waffenträger. Und eine neue Infanterie. Okay, das können wir uns gleich mal angucken. Die Forderung nach unrechtmäßigem Gebiet nachgab vom Kaiser von Österreich. Regensburg. Okay. Oh, Leute, es gibt Bayern. Oh, das ist ja spannend. Ludwig der IX. Von Wittelsbach. Und Regensburg hat sich tatsächlich... Das ist bestimmt eine Reichsstadt, oder? Regensburg verbessert die Meinung. Das können wir das hier sehen? Das können wir tatsächlich sehen. Ja, wir sind ja verbündet mit Österreich. Brandenburg, Böhmen, Mainz, Köln, Pfalz, Sachsen. Ist keine Reichsstadt. Okay, dann fanden sie doch da unten stehen sie. Das sind die Kurfürsten. Aachen, Bremen, Frankfurt, Nürnberg, Hamburg, Ulm, Dortmund, Memmingen, Konstanz, Mühlhausen, Goslar, Rothenburg. Wundert mich, dass Regensburg eigentlich nichts hat, so richtig. Okay. Gut. Dann schauen wir mal hier weiter bei unserer Flotte. Jetzt sollten wir auch tatsächlich mal überlegen, dass wir die zur Kernprovinz machen. Das dauert 5, das kostet 15. Matthew Dumpy, oh nein! Okay, erstmal machen wir die hier zur Kernprovinz. Matthew, oh Gott, das ist ja der Wahnsinn. Nein! Matthew Dumpy, oh Gott! Das ist jetzt echt eine Katastrophe, denn Matthew Dampier brachte uns überall in den ganzen Gebieten minus 2 Unruhe. Nicht akzeptierte Kultur, Nationalismus plus 12. Da müssen wir definitiv jetzt intervenieren. Aber ich würde tatsächlich dann Isaac Fairfax nehmen. Steuereinnahmen plus 10. Wenn wir Steuereinnahmen plus 10 machen, dann bekommen wir 1,4 Gold mehr, geben aber auch knapp 3 mehr aus. Aber es würde sich lohnen, wir sind bei 2. Wir bekommen hier im Moment 7, dann wären wir bei 9. Aber wir können ihn uns eh nicht leisten. Humphrey Cook, ihn könnten wir uns leisten, dann sind wir auch nur bei 1. Kostenstabilität verringert. Also mehr Stabilität möchte ich im Moment eigentlich nicht. Ja, dann warten wir einfach ein bisschen ab. Wir reduzieren den Armeeunterhalt und warten ein bisschen ab, dass wir dort weiterkommen. So, alles wieder runter. Plus 4, wunderbar. Und weiter geht's. Dann gucken wir mal, dass wir dort wieder an den Rand kommen. Sehr gut. Wie sieht's aus mit dem Handel? 50%. Super, das ist gut. Das gefällt mir. Okay. Mein König, es gehen Gerüchte um, dass das Osmanische Reich einen Angriff auf Theodoro vorbereitet. Das müssen wir uns mal angucken. Wo ist denn Theodoro? Ach, da oben. Okay, das ist weit weg. Und es gibt übrigens immer noch Konstantinopel, der Hagia Sophia. Da bin ich mal gespannt, ob die hier was einnehmen. Ach, das ist schon Epirus hier unten. Sehr spannend. Das gehört normalerweise zum Spielstart doch auch noch. Konstantinopel, also Byzanz. Na gut, okay. Dann machen wir da mal weiter. Ich bin übrigens gespannt, wann die hier den, wann die hier das Österreich-Ungarische Reich hier gründen oder wann sie hier in die weiteren Eroberungen gehen. Würde mich mal interessieren.
Unzufriedenheit im Klerus, unterschiedliche Meinungen und Interessen in religiösen und weltlichen Angelegenheiten zwischen unseren Regierungen und dem Klerus haben sich ausgeweitet und sind zu einer bedeutenden Quelle für Konflikte geworden. Der Klerus fordert nun Änderungen in der Politik, andernfalls wird er seine Unterstützung für den König zurückziehen. Der Klerus verliert 10 Loyalität, wir verlieren 10 Papsteinfluss und erhalten 10 Prestige. Auf der anderen Seite, Papsteinfluss ist natürlich wichtig, ne? Wenn wir da weiterkommen wollen, dann brauchen wir den. Verliert 10 Papsteinfluss, der Klerus verliert 10 Loyalität. Wie steht er denn dann in Verbindung zum Bürger? Loyalität 41, 39, 31. Ist schon ein bisschen wenig, ne? Wir könnten überlegen, ob wir dann uns mal die Privilegien angucken, das wäre noch eine Möglichkeit. Nee, aber nochmal Prestige verlieren geht nicht. Nee, das machen wir nicht. Wir ignorieren die Forderung. Das machen wir nicht. Und dann können wir tatsächlich mal in die Privilegien gucken für den Klerus. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was retten. Steuereinnahmen global plus 10 Handelseffizienz. Landrechte für den Klerus bringt Einfluss, ändert sich um 5%. Wir verlieren 5 Kronland. Ja, wir sind bei 35%. 5 Kronland zu verlieren ist nicht schlecht. Maximaler Absolutismus ändert sich um minus 5. Ja, kann ich mit leben. Die Loyalität des Klerus und der Einfluss wird um 5% erhöht. Das wäre nicht schlecht. Machtkosten der Kurie um plus 5. Päpstliche Garten und andere Gesandte sollten nicht nur in unseren Ländern willkommen sein, sondern der König sollte auch verpflichtet sein, ihr Urteil stets zu gehorchen und sich in die Beziehung zwischen dem loyalen Klerus und dem Papst und sich nicht in die Beziehung einzumischen. Das finde ich nicht so gut. Wir verlieren auch 5 Papsteinfluss. Das wäre halt nicht schlecht, ne? Administrative Macht im Monat plus 1. Die Loyalität ändert sich im minus 5. Wir verlieren 10 Kronland. Boah. Wir sind ein religiöser Staat. Also wenn ich ehrlich bin, schätze ich etwa den vierten so jetzt nicht ein als religiöser Staat. Wir haben zwar die Lollarden hier vertrieben und vernichtet, aber ich kann ihn mir so richtig als... Er ist besessener Perfektionist, ansonsten haben wir hier ja nichts, ne? Seine Frau ist verschlossen. Gut, das kann man jetzt auch auf verschiedene Arten interpretieren. Schwierig, schwierig. Also ich würde ihn nicht so interpretieren, dass er wirklich einen religiösen Staat gründen würde. Aufsicht durch den Klerus hat keine Modifikatoren und Auswirkungen. Wir geben ihnen ein bisschen Loyalität zurück. Nee. Ausweitung des Fanatismus. Die Moral plus 5%. Allerdings minus 5%, wenn in 15 Jahren im Frieden mit Heretikern und Heiden, ist nicht gut. 3 Papsteinfluss wird beim Bau von Tempelgebäuden hinzugefügt. Minus 3 bei Zerstörung. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir verlieren 5 Absolutismus. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, um dann tatsächlich weitere Tempel zu bauen, wofür wir kein Geld haben. Wäre also auch nicht so interessant für den Moment. Erhält einen Merkantilismus. Das wäre halt auch schon nicht interessant. Erhält 73 aus der Wollproduktion. Ändert keine Einnahmen durch Wolle. Nee, das ist nicht gut. Keine Einnahmen durch Wein. Also am Ende des Tages gefällt mir einzig und allein das hier. Da habe ich aber allerdings das Problem, dass wir dadurch Loyalität verlieren. Und die haben wir ja. Also die ist ja schon unten. Wir könnten hier 10 Kronland an die Stände verkaufen. Alle Stände erhalten 10. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir bekommen auf der einen Seite Dukaten. Auf der anderen Seite verkaufen wir Kronland an die Stände, aber bekommen Loyalität und Loyalität. Na gut, wir verlieren auch nochmal 10 Kronland. Das wäre dann kritisch. Dann sind wir nur noch bei 15%. Das können wir auch nicht machen. Es war ja auch historisch so, dass die Krone damals, oder die Kirche, obwohl es war ja tatsächlich so, dass die Kirche viel Land erhielt. Also würde es ja passen. Ich glaube, bis zu 80% von ganz England gehörte der Kirche damals.
Wir lassen das nochmal offen. Also da gefällt mir noch keins, muss ich sagen. Wir gehen mal in die Bürger rein. Diplomatische Macht ist hier das Gleiche. Die Frage ist, was passiert, wenn wir nur noch 15% Kronland haben? Wir können das natürlich auch einfach so machen. Dann haben alle 5% weniger Loyalität. Solange die Loyalität mindestens 30% beträgt, gibt der Stand dem Land Boni. Doch sollte die Loyalität darunter sinken, gibt er Mali. Das heißt, das verschwindet. Also sollten wir tunlichst vermeiden, das zu machen. Ah, das ist echt schwierig. Wir lassen das bleiben. Die kriegen noch keine Boni. Ich gucke mal, ob ich da noch irgendwie rauskomme. Aber das gefällt mir alles nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Das lassen wir nochmal offen. Söldner-Kompanien. Neuen Anführer. Und wir können gleich die Lancaster-Dynastie ist erschüttert. Es scheint ein Missverständnis bezüglich des Erbes der Urgroßmutter von Edward IV. Zu geben. Anscheinend war sie die Tochter eines einflussreichen Bauern aus dem Umland von London. Der Urgroßmutter? Das hätte ja auch schon Heinrich betroffen. Das ist natürlich doof. Wir verlieren 5 Legitimität. Da sind wir bei 99, das wäre nicht schlimm. Das steigt auch um 1 im Jahr, im Monat. Im Jahr, also das sind 5 Jahren wieder weg. Prestige ist gerade relativ gut. Wir streiten das alles ab. Unsere Großmutter hat damit nichts zu tun. So. Dann sind wir bei 68. Verehrung der Jungfrau Maria. Da können wir uns gleich mal drum kümmern. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir den Berater einstellen. Steuereinnahmen plus 10%. Jawohl. Den hätten wir gerne. Und dann sinkt zwar unsere Schatzkammer auf ein Minimumanstieg im Jahr, aber zumindest haben wir dann relativ starke administrative Macht, die wir haben. Und wir sind dann wahrscheinlich im Minus sogar. Das ist ja Mist. Die Armee ist an Minimum angelangt. Warum sind wir denn so teuer jetzt? Handel sieht gut aus. Besteuerung sieht gut aus. Berater. Wir könnten die restlichen Festungen noch stilllegen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Die heilige Jungfrau Maria, Mutter unseres Herrn Jesus Christi, ist die Königin des Himmels und von wahrer Anmut. Es gibt keine vollkommenere Frau und ihre heilige Mutterschaft gewährt ihr einen Sitz zur Rechten Gottes. Oder nicht? Seit kurzem argumentieren radikale Theologen, dass Fürbitten an sie nicht notwendig sind. Wie bitte? Haben sie recht oder gerät die heilige Mutterkirche durch ihre beinahe schon ketzerischen Äußerungen in Gefahr? Möge die Mutter Gottes ihnen vergeben. Wir erhalten 2 Papsteinfluss. Die Meinung des Kirchenstaats ändert sich. Wie ist denn die Meinung? Plus 70. Den Lollarden, ja, boah, mein Gott. Ist auch nicht besonders gut oder besonders schlecht. Also ich kann mich da schlecht entscheiden. Wir würfeln das aus. Wir würfeln das aus. Ihr kennt das, 1 bis 3 ist, möge die Mutter Gottes ihn vergeben und der Rest wäre, sie ist nur eine besondere Frau. Und es ist die 4. Also nehmen wir, sie ist eine besondere Frau, doch sie bleibt eine Frau. Zack. So, Kernprovinzen. Das läuft, die Stände sind auch mehr oder weniger gut, das bleibt im Rahmen. Hainaut ist Burgund treu ergeben. 5 Kardinalsitze haben die mittlerweile. Ein neuer Herrscher. Nein! Der große Staatsmann Alfonso V. von Portugal ist gestorben. Oh Gott. Das ist ja doof. Wir könnten nach einer neuen Staatsehe fragen, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob das gerade Sinn macht. Wie sieht es denn damit aus? Karibisches Meer. Das machen sie nicht. Portugal ist ein Kolonisierer. Ah, die sind schon so weit. Okay, die haben sich also bereits dafür entschieden. Wo sind die? 6. Oh Gott, das ist ja grausig. Da hinken wir ja meilenweit hin. Also wir müssen jetzt echt dafür sorgen, dass wir erstmal
Wir müssen das mit dem Adel machen. Wir brauchen das Geld, um zu fördern. Also, ich habe mich jetzt entschieden. Wir machen das wie folgt. Wir verkaufen den Titel, kriegen das Geld und werden das Geld investieren direkt wieder in die Förderung der Renaissance. So, das ist das Thema. Dann haben wir das durch und dürften bei der Technologie jetzt relativ auf Null sein. Damit hätten wir das westliche Finanzinstrument, frühe Karacke, Barg, Galeere, Koge, Seeangriffsbreite plus 20 und Reichweite des Handels erhöht, Handelseffizienz erhöht und Unterhalt der Marine plus 10%. Das müssen wir tun. So. Dann gehen wir weiter. Wenig Kronland. Ja, ich weiß, wir könnten jetzt Land beschlagnahmen, aber das machen wir nicht. Die sind immer noch bei 30%. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und schauen, dass wir eventuell... Ah, da verlieren wir noch mehr Kronland. Das machen wir nicht. Gibt es eine Möglichkeit, hier Kronland zu gewinnen? Ich glaube nicht, ne? Außer hier Land zu beschlagnahmen. Alle Stände verlieren 20 Loyalität. Ne, das machen wir nicht. Wir bleiben dabei, wo wir sind. Ja. Wir bleiben dabei. Sinkt das denn irgendwann? Ne, da gibt es keinen Modifikator. Steuereinnahmen plus... Minus 10% Absolutismus, Freiheitsstreben plus 25% Steuereinnahmen global. Ja, das müssen wir einfach machen. Ich glaube, dass das die beste Option war, an Geld zu kommen. Wenig Kronland. Und dann sollten wir tatsächlich, ja, wir sind jetzt im Minus, ne, 28. Das heißt, auf dem Umkehrschluss werden wir jetzt gucken, dass wir Provinzverbesserungen bauen. Ich würde gerne einen Marktplatz und eine Kirche bauen. So, die Kirche bringt uns hier plus 23. Zack. Und da plus 19. So, das sind schon mal ja, plus 0,5, wenn die fertig sind. Dann sollte man zumindest da wieder im Plus sein. Die Sternkammer war ein Gerichtshof, der sich aus der Versammlung des Königlichen Rats entwickelt hatte. Obwohl seine Wurzeln bis ins Mittelalter reichte, konnte der Gerichtshof sich erst unter Heinrich VII. Zu einer Einheit mit einer Befugnis entwickeln. 1487 wurde der Gerichtshof als Organ der Rechtsprechung vom Königlichen Rat abgekoppelt und erhielt das Mandat zur Anhörung von Wiedergutmachungsanträgen. Ihren Namen erhielt die Sternkammer vom Sternmuster, das die Decke des Sitzungssaals von Westminster Palace zitiert. In gewisser Weise kann dieser Gerichtshof als juristisches Kontrollorgan bezeichnet werden. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob der König das überstimmen kann. Eine ganz lange Zeit, also das Parlament hier ist ja auch nur mehr oder weniger ein zahnloser Tiger, denn egal was die machen, am Ende des Tages hat der König immer die Oberhand und kann das Parlament auflösen. Und das ging ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Da hat man die Rechte vom König abgezogen und hat die Sachen gleichgestellt. Ich glaube, das war mit Herrn Cromwell, bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir benötigen sie. 15 Fortschritte der Regierungsreform. England at Star Chamber. Unruhe, aber Kostenstabilität plus 5. Nein, wir brauchen sie nicht. Wir erhalten eine Stabilität. Ich würde tatsächlich sagen, ja, wir brauchen sie. Haben wir denn schon? Wir sind bei 138, okay. Wir können dann mal schauen, wenn wir da dabei sind, was wir hier unten nehmen. Da bin ich mal gespannt. So. Wie sieht es denn jetzt? Ist jetzt überall... Genau, hier sind jetzt überall die Institutionen. Das heißt, das verbreitet sich jetzt überall. Das ist gut. Man informiert uns, dass ein Diplomat... Na, jetzt ist aber aus Holland. Okay, Spionagenetzwerk ist nicht so. 7 Kardinäle in Kastilien. Wow. Wir haben gehört, dass Portugal ein goldenes Zeitalter eingeläutet hat. Dies wird ihnen für die nächsten 50 Jahre folgende Boni geben. Ach, du ahnst es nicht. Wir sind noch nicht mal in der Lage. Wir haben Amerika nicht entdeckt. Wir haben keine große Stadt. Da arbeiten wir, also wir arbeiten dran, aber wir müssen jetzt erstmal die Technologien entwickeln.
Kontrolle über drei Throne, habt mindestens zwei andere Nationen in einer Personalunion unter euch, auch nicht. Präsenz auf zwei Kontinenten, da arbeiten wir auch dran. Erniedrigt einen Rivalen während einer Friedensverhandlung. Das könnte man mal mit Schottland machen, das wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall entwickelt sich das ganz gut. Dann sollten wir aufgrund der Finanzsituation tatsächlich in diesen Sachen die Erlasse hier zurücknehmen. Ja. Wir nehmen die Erlasse hier zurück. Das können wir uns momentan tatsächlich nicht leisten. Ich glaube, hier hatten wir noch einen. Genau. So. Wir haben es ja jetzt überall verbreitet. Jetzt muss es sich nur noch aufbauen. Das kann ja ein bisschen länger dauern. Das ist kein Problem. Sehr gut. Was haben wir da? Eine Staatsehe aus Portugal. Jährliche Legitimität plus 0,4. Beziehung verbessern plus 4%. Ja, machen wir mal. Annexion. Okay. Oh. Frankreich wird auch immer größer. Okay. Gut zu wissen. Söldnerkompanie. Das können wir eigentlich auch mal ausmachen. Das muss er uns nicht immer zeigen. Im Log anzeigen. Achso, ja, macht er schon. Okay, ist klar. Und ihr Lieben, wie es hier weitergeht mit zu wenig Kronland und der anstehenden Kolonialisierung der Welt, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und ein Like. Bis zum nächsten Mal. Euer Stadiner. Ciao, ciao.